gesunde Siegfried. Ja, Wahnsinn. Auf gut deutscher Eigenbrödel. Und Siggi, wo ist er? Alter Lump. Völlig allein. Ja, Wahnsinn. Der Siggi, der war wieder als Einzelgänger unterwegs. Servus und herzlich willkommen zum neuesten Video. Heute ist, was ist denn heute? Freitag. Gestern Abend war noch das große Steak Tasting. Da habt ihr ja in dem Video von gestern ein bisschen was gesehen. Es war sehr, sehr, sehr schön, sehr, sehr umfangreich. Und ja, ich bin erst um 1:30 ins Bett gekommen. Also die Nacht war nicht sehr lange. Aber ja, das nimmt man doch gerne mal in Kauf, wenn man so einen tollen Abend hatte mit so tollen Gästen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Tut's immer, aber gestern war es ganz besonders schön. Ja, morgen haben wir wieder eins. Und ich bin jetzt gerade daran, die Tiere im Stall zu versorgen, einmal Futter mischen. Denn das, was am Tisch liegt, das haben wir zwar rangeschoben, aber da müsste ich mich heute Nachmittag sehr beeilen und heute Nachmittag möchte ich eigentlich noch Wurst machen. Wir brauchen noch jede Menge Salami und Seufzer und weiß der Geier was alles. Und dann wäre mir das zu stressig. So mache ich jetzt noch schnell das Futter. Und wir brauchen heute Abend dann bloß ranschieben und einstreuen. Das ist dann deutlich zeitärmer. Wenn ich jetzt da das Futter drinnen habe, dann fahren wir einmal zu den Bullen. Die kriegen heute wieder ein Heuballen. Die haben bestimmt schon sehnsüchtige Erwartungen an mich. Das war gestern so kurz vor knapp. Das heißt, heute kommen wir genau richtig mit einem Ballen. Und dann sind die wieder für die nächsten 2-3 Tage versorgt. Ne? Die haben einen relativ niedrigen Verbrauch, da drüben die Herren. Die sind wirklich sehr pflegeleicht. Jo, inzwischen ist ja der Schnee weg und man kann diesen extremen Hang, der halt ja auch ziemlich ausgefahren ist, weil da jetzt Sommer und im Herbst Brückeaktionen waren und Rodungen und da ist halt richtig schwierig, das ist richtig matschig und der Boden ist gut aufgeweicht. Aber mit den Ketten vorne dran geht's inzwischen so halbwegs. Muss ein bisschen gucken. Ja, da drüben grasen sie schon wieder, unsere Herren. Ausfressen haben sie ziemlich gut. Sind wir stolz drauf. Die Trittschäden halten sich jetzt auch in Grenzen, sind jetzt bloß hauptsächlich um die Laufe direkt herum. Das können wir noch vertreten. Die Grasnarbe ringsum her schaut gut aus. Und wie gesagt, hier oben, nur um die Laufe ist ihr Kackeck. Ne? Das ist auffällig. Ja, ich habe mich heute mal für die Variante entschieden. Ich steige heute nicht über den Zaun, ich marschiere nicht vorne rum, denn die Zeit ist knapp. Mal schauen, ob die Entscheidung jetzt richtig war. Denn wenn der fest gepresst ist, sollte er eigentlich ja stehen bleiben. Fest gepresst, das Ding wie beim Orangensaftel. Nein, da war es frisch gepresst. Ja, siehst du, da rollt sich die äußerste Lage auf. Das heißt, wir tun das Netz von der anderen Seite runter. Schön vorsichtig, dass bloß sich der Ball nicht auflöst. Mann, das, was da runterfällt, das können wir wirklich mit der Hand reinschmeißen. Aber man ist ja bequem, gell? Man ist ja einfach bequem. So wenig Aufwand wie möglich. So. Schick, schick. Lass dich nicht mehr mit. Und es hat nichts verloren. War die richtige Entscheidung. Heute kann ich dann auch damit besser rangieren, weil ich hier hinten keine Gabel dran habe. Und dann knallen wir Ihnen den Heuball mal in die Raufe. Thank you.
Genau, das ging ja super. So machen wir das immer. Jetzt noch einmal schnell Stromkontrolle und Wasserkontrolle und dann kann es auch schon wieder abgehen. Okay, da brauchen wir eine neue Batterie. Dann macht nichts, bang bang. Batterie, die fahre ich dann gleich vorbei. Schauen wir noch schnell nach dem Wasser. Ich habe nämlich auf dem Bulldog wieder vergessen, Stromprüfgerät mitzunehmen. Aber es lässt sich ja auf die einfache Variante ummachen. Und zur Sicherheit gucken wir noch mal schnell am Kästchen vorbei. Macht es ja klack, klack. Ist trotzdem noch Saft drauf. Aber die muss man jetzt oft austauschen. Die Sonneneinstrahlung fehlt ganz einfach. Oh, ist das der weich. Da sinkt man schon beim Laufen. Okay, da brauchen wir was Neues. Zum Glück wissen sie das noch nicht. Dann schauen wir noch mal schnell nach dem Wasser, was die Tränke so macht. Die Tränke läuft über. Warum tut sie das? Ist der Ausfluss verstopft? Und der Laub drin. Na kommt her, kommt her. Ich habe die Raufe neu bestückt. Ihr braucht nicht das alte Gras fressen. Na kommt. Komm, 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 komm. Also scheinen sie nicht zu interessieren gerade. Das ist doch gut, wenn sie glücklich und zufrieden sind. Was wollen wir denn mehr? So, jetzt aber wieder mit Vollstoff zurück. Abflug läuft. Jo, das System funktioniert. Natürlich bloß, solange da noch Wasser im Teich ist und wenn er abgelassen ist, ne? Aber wenn der abgelassen wird, haben wir Alternativmöglichkeit oben. Das ist ein kleiner Graben mit Wasserzufuhr. Den werden wir aufstauen und dort Sammelbecken machen. Dann haben wir da im Sommer auch noch die Alternative zur Badewanne unten. Also die kriegen wir auf jeden Fall immer mit Wasser versorgt. Wasser ist das, was hier an der Fläche nicht mangelt. Es ist überall weich, es ist überall nass und aufgeweicht. Ja, aber mittags fahren wir mal noch schnell die Batterie rüber. Jetzt haben sie erstmal Futter und Futter ist der beste Weidezaun. Da haben sie dann keinen Bock, irgendwo anders hinzugehen. Oh, mehr komm, mehr komm, mehr komm, mehr komm, 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 mehr komm, mehr. Und da kommen sie. Und der Rest wird in der Gurken drum. Kleine Bullen.
komisch. Da schauen wir mal schnell, wo der 10. ist. Da ganz hinten kommt einer geschossen. Der Siggi. Der war wieder als Einzelgänger unterwegs. Meine Güte. Die Nummer 9 kommt ganz. Und Siggi, wo ist er? Alter Lump. Da hinten. Völlig allein. Ja, Wahnsinn. Wäre untypisch, wenn das einer sehen würde. Da hinten kommt der Schlag. Seht ihr den? Nee, wahrscheinlich nicht, mit der Kameraeinstellung. Ganz, 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 ganz hinten, noch vorm Graben ist er. Ganz gemütlich, eine kleine Weiße. Besonders Siegfried. Und der Siegfried ist einer, der sich gerne mal ein bisschen von der Gruppe distanziert und gern für sich ist. Auf gut deutscher Eigenbrödel. Bei Menschen auch, ne? Gibt die Gruppen und die Einzelgänger. Schön gemütlich. Bloß kein Stressig. Mach gemütlich, alles gut. So, jetzt aber ich mache nicht gemütlich. Wir müssen jetzt dringend mit der Wunsch loslegen, dass wir es heute alles noch schaffen. Straffes Programm und mein Wunsch wäre sogar, dass ich heute Abend noch eine Fuhre des Pullendorf zurückfahren kann. Aber ich befürchte, heute wird es als Wunsch bleiben. Gucken wir mal. Gestern ist es die Überdachung, die Liegehalle abgebaut worden. Gestern ist eine Mistmatratze rausgekommen. Ja, jetzt ist dann schon Licht am Ende des Tunnels. Und wir sind so froh, wenn das endlich durch ist. Ne? Das schlaucht ganz schön. So, jetzt melde ich mich doch noch mal kurz vor Feierabend. Das ist kurz nach 9 abends, jetzt in der Zerlegung fertig geworden, rausgewaschen, gesäubert. Wir haben heute hier Vollgas gegeben, in Lohn zerlegt, dann unsere Sachen zerlegt, Wurst produziert. Das ist Weihnachtsgeschäft, morgen die Abholungen kommissioniert und ja, ich bin durch für heute. Ja, aktuell werden die Videos natürlich ein bisschen kürzer. Denn aufgrund des Weihnachtsgeschäfts und in der Zerlegung gibt es halt nicht viel Filmenswertes. Es ist frühs füttern, Stall machen, dann rein, Fleisch schneiden, verpacken und dann abends rauswaschen, Dolmen ins Bett fallen und nächste Früh geht's weiter. Wenn es dann wieder mehr Inhalt gibt, ich denke spätestens Anfang nächste Woche, werden die Videos natürlich auch wieder länger. Aber ich habe gesagt, ich mache jeden Tag ein Video und nicht wie lang. Alles klar. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Dann hoffe ich auf euren Daumen nach oben und vielleicht einen wohlwollenden Kommentar unten drunter. Und dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Macht's gut, bis dorthin. Servus und Ade. Man, that's who I am. I'll be following my cow to the day.